So, Aufnahme läuft. Streaming. Streaming startet. Ja, okay. Dann wollen wir mal wieder loslegen. Ah, der Upstream und so weiter, das sieht gut aus. Hallo Leute, ich glaube, es ist zwar noch gar keiner da, aber ich sag trotzdem mal Hallo. Vor allem auch für die Zuschauer später auf YouTube. So, heute soll es weitergehen mit Chess Check Rabbit 1. Ja. Wo waren wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Lasst mich gerade mal das Spiel, ist vorbereitet, okay. Ja, das letzte Mal sind wir da nicht weitergekommen, weil da dieses Orbitus-Level, weil wir da an diesen komischen Energieschrank nicht vorbeigekommen sind. Und da hat mir ein aufmerksamer Zuschauer gesagt, dass es da ein bekanntes Problem gibt bei diesen Energieschranken. In der Version, die auf GOG veröffentlicht wurde, beziehungsweise neu veröffentlicht wurde, das war die ursprüngliche CD-Version von Chess Check Rabbit. Und, hallo Jollum! Schön, dass du da bist. Diese Version, die hatte quasi einen Fehler. Also in dem Level, da waren die Schranken zu arg eingestellt. Sprich, man konnte da eigentlich, man kann mit sehr viel Glück, kann man dran vorbeikommen, aber konnten wir halt nicht. So, und jetzt gibt's da allerdings eine Möglichkeit, das Level zu patchen, beziehungsweise die alte Level-Datei von der vorigen Version drüber zu kopieren. Und dann läuft das wieder. Das Spiel ist noch nicht zu sehen, sehe ich gerade. Ja, das sollten wir doch aber gleich haben. Ne? Ah, jetzt kommt was. Okay. Ja, okay. So. Und das Hintergrundbild muss ich noch wegmachen. So. Und den Mauszeiger aus dem Bild rauslassen, ja. Gut, also hier nochmal zur Erinnerung, das ist der Planet Orbitus, ne? Ich habe da jetzt eine alte Level-Datei drüber kopiert. Und es scheint wirklich zu funktionieren. Und was wir beim letzten Mal gemerkt haben, wenn wir hier speichern und wieder laden, unsere ganzen Waffen werden zurückgesetzt. Wir haben aber auch wieder 3 Leben, aber auch die Punkte stehen wieder auf 0. Hallo Seuche, schön, dass du da bist. Ja, es osselt mal wieder. Ich habe schon direkt losgelegt, ich glaube, ich war recht pünktlich heute. Ja, und jetzt habe ich volle Energie, ne? Jetzt denke ich doch mal, dass wir das diesmal packen werden, dass es da weitergeht. So, ich weiß ja, ich brauche da hinten unbedingt diese Launcher für die Teile, die da in der Grube stehen. So, und ich will heute auch wieder ein bisschen vorsichtiger spielen, weil beim Ende des letzten Mals, das war ja schrecklich, ne? Auch heute nochmal die Frage an euch, wie ist es mit der Lautstärke? Bin ich gut zu hören? Ist das Spiel gut zu hören? Denn ich habe das Spiel ein klein bisschen lauter gedreht. Weil beim letzten Mal kam es mir so vor, als ich dann danach in die Aufnahme geguckt habe, als wäre der Spielton doch ein klein bisschen leise. Hallo Toel, ach, ihr seid ja alle pünktlich wie die Maurer. Keine Stimme, doch ihr hört mich, ne? Oder? Osel, auch wenn du was sagst, ich höre dich nicht. Das ist schlecht. Moment, da muss ich gerade mal gucken, woran es hängt. Das sollte nicht sein. Hallo Pli, schön, dass du auch da bist. Ach, ihr hört mich alle nicht, ne? Das ist ja... Moment, das sind so die typischen Probleme, ne? Ja. Okay, ich glaube, ich muss den Stream nochmal neu starten. Das wird so nix, ne? Ah, okay, Moment. Okay, dann schauen wir mal, ob ihr mich jetzt hört. Ich hoffe es doch. Bitte nochmal Rückmeldung im Chat geben. Keine Ahnung, da war der Fehlerteufel drin. Irgendwie komisch. Also eigentlich, mir zeigt es alles richtig an, aber ich bin wohl nicht rübergekommen. Das ist ja jetzt ärgerlich, ne? Jetzt habe ich mir schon den Mund fusselig gebabbelt. Ja, und dann sowas, ne? Ja. Moment, dann schaue ich vielleicht selbst auch gerade mal auf Twitch, was da abgeht. Twitch, Twitch, Twitch. Ossel, Ossel, Ossel. So. Also, ich wäre live, heißt's hier. Und. Und ich höre nichts. Ich höre nichts. Was ist denn jetzt schon wieder los? Okay, nochmal neuer Test. Hört ihr mich jetzt? Oder immer noch nicht? Müsst ihr bitte nochmal im Chat Bescheid geben? Das gibt's doch nicht, dass das hier jetzt so rummacht.
Ah, ihr hört mich. Okay, das ist... das ist ein bisschen blöd. Wie mache ich das denn jetzt? Weil ich wollte ja Stimme und Spielton getrennt aufnehmen. Das war wohl das Problem. Keine Ahnung, warum man da so rumzickt, wenn ich dann die Spur ändere. Dann werde ich das vielleicht mal doch ganz klassisch lassen. Dann kann ich aber die Stimme nachträglich nicht verbessern. Irgendwo konnte man das doch einstellen. Audiospur. Blubububub. Wenn er aufnimmt, wieso hat er da dann nicht... Wieso merkt er dann nicht, dass ich über Spur 2 gehe? Das ist die Lernkurve, ne? Das ist schlimm. Das war jetzt auch besonders schön, weil ich habe wirklich schon viel geredet und habe euch alle begrüßt und dann kam es wohl nicht an bei euch. Okay, dann werde ich vielleicht halt doch mal nur mit einer Audiospur aufnehmen, in der Hoffnung, dass mir das jetzt nichts verstellt. Moment, ich bin gleich wieder da. So, also ich habe es jetzt doch wieder auf eine Spur runtergestellt, weil es mit zwei irgendwie über Twitch nicht will. Okay. Also ist komisch, weil wie ich es bei mir getestet habe, hat das alles funktioniert. Aber jetzt wohl eben nicht so gut. Dann werde ich gerade nochmal alles wiederholen, was ich jetzt gerade erzählt habe. Da gehe ich gerade nochmal ins Startmenü, bevor ich jetzt hier groß loslege. Wunderschön, dass ihr auch alle da seid. Also ihr seid ja pünktlich wie die Maurer. Und auch wunderschön, dich hier zu sehen, Pli. Und ich begrüße am besten alle nochmal. Hi Yellum, hi Smu, hi Mokai, hi Seuche. Habe ich wen vergessen? Bitte nicht. Okay, gut, dann mache ich mal das Spiel an. Im Moment noch ohne Ton. Haben wir gleich. So. Ja, aber das soll mir jetzt hier nicht unbedingt das Bonuslevel vorspielen. So. Beim letzten Mal hatten wir nämlich das Problem, dass wir in diesem Level drin waren, in diesem Orbitus-Level hier, ne? Und dass es da nicht weiterging, weil die Energieschranken uns immer wieder zu schnell zu weit oben rausgeschmissen haben. Und, die Sache ist die, das liegt wohl daran, dass die Version, die auf GOG veröffentlicht wurde, dass das auf die CD-Version, auf Version 1.3 zurückgeht. Und die hat da einen Levelfehler. Also die Dinger, die sind falsch eingestellt. Die sind viel zu krass eingestellt. Und da hat mir ein Zuschauer, der dann zufällig noch letzte Woche den Stream gesehen hat, also ich denke mal nachträglich als VOD, hat mir dann gesagt, also danke Simon an dieser Stelle, dass es eben diesen Fehler gibt, aber man konnte das Level von der alten Version drüber kopieren und damit sollte es jetzt funktionieren. So, hi Simon, da bist du ja. Danke nochmal. Okay, und ich hoffe, dass es läuft. Ich brauche von euch noch mal eine kleine Rückmeldung, wie es ist mit dem Sound und meiner Stimme. Denn ich habe Musik und Sound ein bisschen lauter gestellt. Das fand ich beim letzten Mal ein bisschen leise dann nachträglich. Und ja, dann müsst ihr mir halt sagen, ob das in ungefähr stimmt, ob das hinkommt, ob ihr mich hört und ob das Spiel gut läuft. Und ich werde dann halt mal versuchen, hier vorbeizukommen. Bei diesen blöden Dingern, ne, die muss man mit den Launchern wegmachen, wenn sie so in so einem Engpass hocken. Das habe ich mir vom letzten Mal gemerkt, zum Glück. Super Quali. Okay, gut. Ich höre mich aber wahrscheinlich jetzt immer noch wie so ein asthmatischer Rentner an, weil er verstärkt leider mein Luftholen auch so ein bisschen. Weil irgendwie mein ganzes Setup, das war ja eigentlich auf YouTube, also auf Nicht-Live-Aufnahmen eingestellt, ne? Und da muss ich, wenn ich den neuen PC dann irgendwann mal zusammenbaue, muss ich das Ganze mal intelligenter aufbauen, dass es für beides gut klappt. So, also bisher, ich bin noch nicht gestorben, das ist schon mal mehr wie das letzte Mal, oder wie? Wobei wir das letzte Mal hier ja auch waren. So, kommt noch etwas... Das Spiel kann noch ein klein bisschen lauter sein. Okay, dann mache ich hier nochmal... Ich mache es mal vorsichtig, so Stück für Stück, ne? Nicht, dass ich dann zu viel mache und am Ende geht wieder irgendwas unter. Weil das ist mir ja auch für die normalen Let's Plays da öfter mal passiert. Geht das Ding wieder nicht kaputt oder frisst es einfach nur wieder zu viele Schüsse? Oder brauche ich da eine bessere Waffe? Ich weiß es nicht. Jetzt geht das Ding nicht weg, hey. Also, doch, es geht. Okay, man muss im gleichen Bildschirm bleiben scheinbar. Ja, ist es vielleicht so eine Marotte von so einem alten Spiel?
So, ja, die Stimme könnte ich im Zweifelsfall auch nur mal ein bisschen leiser machen, aber ich hoffe, so passt's. Ja. Ja, okay, also da, Blake Stone, ne, das war echt ein Glück, ne, dass da dieser Detonator irgendwie durch die Wände verschwunden ist. So, ich hoffe, ihr hattet einen mehr oder weniger schönen Tag und wollt jetzt hier mit mir noch ein bisschen Spaß haben beim Rambo-Hasen. Also ich hoffe, das kriege ich auch hin. Ich hoffe, ich sterbe nicht so oft wie das letzte Mal beim Ende dann. Ich glaube, ich konnte das alles mal besser. Aber ja, wie gesagt, früher, da war man halt auch mal jünger, ne? Und da hatte man irgendwie für so... Früher hatte man Scheiße, ja, nee. Da hatte man für Plattformer irgendwie auch ein bisschen mehr Nerven, ne? Naja, und ihr wisst, ich mache keinen 100% Punkte ran, ne? So, ich guck einfach nur, dass ich da irgendwie durchkomme und dass ich mir ein bisschen Munition jetzt sammle. Deswegen lasse ich mir ja auch ein bisschen Zeit. Das Level, naja, wenn wir es jetzt halt in 4,5 Minuten packen würden, würden wir noch Bonuspunkte kriegen. Aber die Punkte, die wurden uns ja eh genullt, weil wir ein Safe Game geladen haben. So. Hahaha. Ach ja, was ich mit dem grünen Hasen schon alles erlebt habe, ne, das glaubt ihr gar nicht, ja. Ja, okay, meine Abenteuer mit dem Level-Editor im zweiten Teil. Oh, ja. Nee, das geht auf keine Kuhhaut. Also da kann man super tolle Levels erstellen. Ich habe ja schon super tolle Levels gesehen. Da sind ja auch super tolle Levels drin. Aber was ich da geschafft habe, ne? So, jetzt die Stunde der Wahrheit. Kommen wir hier vorbei oder kommen wir nicht vorbei? Nee, ich wollte nicht da oben festhängen. Ich wollte schon da unten durch. Na, seht ihr, wie einfach das geht, was ich mir das letzte Mal hinabgebrochen habe, ne? Pli muss noch einkaufen und Überweisung, okay. Ja, so wie es passt, ne? Es gibt ja keinen Zuschauerzwang und es kommt ja alles dann wieder auf YouTube irgendwann. So, ich will mich jetzt hier mal durchballern, weil ich könnte schon noch ein paar Waffen gebrauchen. Vor allem, ich glaube, nach diesem Level könnte ein Boss kommen. Da will ich ja nicht ganz nackig dastehen, okay? Muss ich auf diesem Plattform-Dingens, muss ich da drauf stehen bleiben, ja? Nämlich auf der Bahn im Hintergrund kann ich nicht stehen bleiben. Ja, macht ruhig einen Death-Counter. Ich will da runter. Ich kann mich hier nicht runterfallen lassen. Ja, und hier war einfach nur Gestänge. Gut, okay. Ach, ja. So. Oh, habt ihr das gesehen? Ich konnte gerade noch ausweichen. Ah, ich darf da nicht springen. Ich muss da rüberlaufen. Was die jetzt von Fingerspitzengefühl von mir erwarten, ne? Es geht gerade so weiter. Ja, so war das früher, ne? Die Plattformer, die waren halt... Nein! Und jetzt gibt's hier aber Karotten ohne Ende, ne? Nee. Ach, da wird man ja durchgesaugt hier. Durch diese Teile. Verdammt! Ich bräuchte noch eine Möhre, danke. Ach, den Vogel nehme ich aber auch. Oh, das Ding, das hat mich einfach aufgegabelt. Da bin ich jetzt schon selbst nicht draufgesprungen. Ach was, und da unten, da war jetzt wieder so ein Reflektor, okay? Oh Mann, ich glaube, ich hätte noch ein bisschen... Ich trinke mal einen Schluck Bier, das macht mich bestimmt aktiver. Natürlich Milch, oder... Nee, es ist ein alkoholfreies Bier, natürlich. So, okay, jetzt sind wir cool, jetzt sind wir im Einsatz. Und überall diese Stacheln, das... Ah, das ist schon klar, warum die... Nein! Warum die da oben einen Checkpoint hingemacht haben. So, also so viel zu meiner Coolness, ne? Sagen wir... Aha! Das ist fies! Das ist fies! Warum nicht Milch mit Bier? Ich glaube, das schmeckt nicht so gut. Das flockt dann so ein bisschen. Gleich mache ich das Fenster auf, damit ein bisschen frische Luft anziehen kommt, ne? Ja, fängt ja gut an, ne? Naja, okay, das letzte Mal hatte ich noch 0 Leben, jetzt habe ich noch 2. Ist alles machbar. Ich muss mich da vielleicht nur wieder reinfühlen. Okay. Mal ganz ruhig mit Geduld und Spucke. So, okay. Ja. Ich mache dieselben Fehler immer wieder, ne? Ist aber auch fies, dass man von da ganz unten wieder ganz nach oben gefeuert werden kann, ne? So, ich weiß, dieses Ding, das gabelt mich auf, genau, wenn ich hier stehe. So, dann nehmen wir das hier, gehen da durch und ganz vorsichtig, genau. Hier habe ich natürlich den tollen Fehler gemacht, einfach durchzuflutschen. Ja. Aha! Wie man es macht, ist es nichts, ne? Ja. So, okay, ein Schrittchen weiter.
ich meine das... Ah, ah, Extra-Leben. Oh, oh, puh, Schweiß für der Stirnwisch. Ah. Ja, also ich bin froh, dass ich es jetzt weitermachen kann. Also wirklich danke, Simon. Also ich wäre da selbst wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Ich hätte vielleicht geguckt, ob es ein Bug ist, aber du hattest ja auch gleich die Lösung parat. Und ich... Warum fliege ich direkt an den Punkten vorbei? Das ist ja... So. Das sollte mal Gok vielleicht auch noch schreiben, dass es da diesen Bug gibt. Oder vielleicht steht das bei denen noch im Forum. Habe ich noch gar nicht geguckt. Weil das wäre ärgerlich, wenn die Leute das kaufen und dann nicht wissen, wie sie es reparieren. Ah, okay, du kennst alle Hintergrundinformationen und das finde ich gut. Also falls ich nochmal irgendwo hängen sollte, ne, dann werde ich als erstes dich fragen. Karottensaft, Jollum, ist... ja, okay, doch, doch. Kann ich mir vorstellen zu trinken, aber muss nicht regelmäßig sein. Mhm. Da kommt er, der Boss. Okay. Erinnere ich mich noch an den. Ich speichere gleich mal wieder, weil... Ach, der fliegt auf diesem Hexenbesen, genau. Oh, und ich habe meine Munition wieder verloren, weil ich ja K.O. gegangen bin, Eimer. Okay, ist kein Hexenbesen, ist ein Strauß. Ich hatte da irgendwie einen Besen in Erinnerung. Ah, guck mal, wie man den safe spotten kann. Das ist ja lame, ne? Ja, bei Gok weiß ich nicht, ob die da selbst regelmäßig reinschauen, aber die Spieler werden, denke ich mal, reinschauen, wenn sie nicht weiterkommen. Ich glaube, ich sollte ihn safe spotten, so wie ich gerade spiele. Das ist ja unter aller Sau. So. Okay, ha. Ich würde ja gerne sagen, ich bin seit 19 Minuten live, aber 9 Minuten davon waren irgendwie ohne Ton, ne? Also ohne Mikrofon. Okay. Das gibt's dann so als Outtake dazu. Ja, jetzt fliegt er nicht mehr weg. Ich meine, ich würde gerne mal gucken. Ah, guck mal, da gibt's nämlich noch ein bisschen Zeug. Wie diese Karotten da liegen. Eine kann man sich holen und... Warum kannst du durch die Wand schießen? Devon Shell, du Ungetüm! Ja, weil eine kann man sich holen und die andere braucht man zum Ausgleich dafür, dass man getroffen wurde, ne? Ja, wenn da jetzt... Ach komm, ich schmeiß hier einfach mal alles voll, obwohl... Das ist nicht die beste Methode. Ich glaube, die wollen, dass man den selbst spottet, ne? Aber hier macht man mehr Schaden mit. Allerdings sollte ich jetzt, glaube ich, nicht weiter um das Risiko pokern, ja. Hallo Behemoth, schön, dass du da bist. Na, komm. Oder wenn ich von hier hinten launche, komisch, dieses Teil, das treibt mich nicht ab. Es klingt komisch, wenn ich sage, dass ein Teil mich nicht abtreibt, ne? Na komm. Ich könnte das natürlich timen, wie der hin und her fliegt, aber... Ja. So. Ich meine, er ist ja schon fast hinüber, ne? Und wisst ihr noch, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, ich traue mir zu, das auf hart zu spielen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, ne? Ich glaube, da müsste ich mir wesentlich mehr Zeit lassen. Und ich bin doch so ein Hektiker, so ein Alter. Ja, das ist blöd. Ich treffe ihn da immer nur kurz, wenn er da angeflogen kommt. Aber auf der anderen Seite, es ist halt die faule, die feige Methode, ne? Ich meine, wenn der keine anderen Bewegungsmuster hat... Oh-oh. Ja, jetzt dachte ich, ich gehe kurz runter und sag mal hallo. Oh, und er ist wieder bei voller Gesundheit. Also, er muss mir mit einem Mal schaffen, okay. Habe ich auch vergessen, dass das so war in dem Spiel. Ich meine, wenn der hier rüberfliegt und dann... Ach nee, der dreht dann mit mir um. Also, wenn ich über ihn wegspringe, dann fliegt er auch wieder los. Moment, wenn ich dann hier... Nein, nee, bleibt er trotzdem unten hängen. Ich dachte jetzt nämlich, wenn ich einfach drüber springe... Ja, dass er dann vielleicht gleich umdreht und wieder wegfliegt und dann wieder neu anfliegt und ich ihn dann ein bisschen schneller erledigen kann. Na komm, flieg weiter. Flieg weiter, Devon. Woher hat er überhaupt diesen Strauß, Emo, was auch immer? Und warum ist er untertan? Oh, in Hart stirbt man sogar, wenn die Zeit abläuft, okay. Ich glaube, dann wäre ich das letzte Mal in dem einen Level viel schneller K.O. gewesen. Naja. Ach, komm schon. Beweg dich.
Ich hab ihn ja schon fast. Ich hämmer mal auf die Leertaste, ne? Es funktioniert, es funktioniert. Na stimmt, ich hätte das Rapid Fire vom letzten Level auch ausnutzen können. Wäre ich da nicht kaputt gegangen. So. Haha. Okay. Es war ja jetzt nicht allzu schwer, weil Safe-Spotting, ne? Es war lame, es tut mir leid, ich entschuldige mich. Und ich kann hier jetzt noch rumhüpfen, während die Punkte runterzählen. Ist das nicht toll? Aha. Immer diese schönen Endbildchen. Okay, also die Schildkröten, die haben jetzt auch Jetpacks. Devon is building a cloning machine, also er baut eine Klonmaschine und wird sich dann wohl mehr Untergebene basteln, oder wie? Chess hat die drei Technoplaneten gerockt, Rock über Techno oder wie. Und jetzt muss er Devon verfolgen in eine natürliche, fettfreie Gegend der Galaxie ohne Konservierungsstoffe. Okay. Okay. Toel, mein B macht keine 5 mehr. Ich habe die Tastatur gestern getauscht. Das war ja nur beim Notebook. So, jetzt müssen wir zu Nippius, Changrock and the Temple of the Turtle. Also den Schildkrötentempel. Okay, also das war diese Episode. Ich glaube, ich bleib dann bei Medium, ne? Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal auf Hard, aber im Moment nicht. Ich glaube, wir sind dann bei Episode 3, ne? Bei Chill of the Jungle. Willkommen zurück, Smoo. Ja, im Meshen bin ich gut, da habe ich Erfahrung. Aber das kann ich fast ein bisschen besser auf der Maustaste. Der Planet heißt Fanolint, aber die sprachen doch von Nippius und so weiter, ne? So, warum speichere ich eigentlich im ersten Level einer neuen Episode? Egal. So, hier haben wir diese Ventilatoren. Und, ja, oh Gott, und da geht's gleich schon wieder mit denen los, ja. Da kann man bestimmt hier in eine Secret Area. Nein, kann man nicht. Okay, hätte ich jetzt eigentlich gedacht, das wäre so typisch altes Spiel, ne? Aber was ich in meine Secret Areas ein Level-Design haben, ne? Das wisst ihr ja noch vom letzten Mal und von Plaguestone. So, ich hoffe, der Schutzschild, der bleibt lange. Kann ich da nicht auch noch unten durch die Wand? Kann ich, haha. Wir müssen nämlich ein bisschen aufmunitionieren. Uiuiui. Ja, und, wie war das? Das ist jetzt mein 4. oder mein 5. Stream höchstens, ne? Warum habe ich jetzt eigentlich die Möhren mitgenommen? Die sollte ich mir noch sparen, glaube ich. Da, die Pflanze, die spuckt. Die spukt nicht, die spuckt. Und gedenken wir auch dem armen Shena, der jetzt wahrscheinlich auf dem Stuhl beim Zahnarzt zockt, ne? Shena, wir denken an dich. Und wir hoffen, dass alles gut klappt. Und wir gedenken auch solche, der nochmal zu einem Zahnarzt hin muss. Wir hoffen, dass es dir bald besser geht. So. Ah, der Endtext von Episode 2 nennt die Planeten aus Episode 4. Okay, das ist interessant. Da ist wohl ein bisschen was schiefgegangen. So. Ah, genau, da kommt man hier hoch. Und ich als es tut mir leid, ich sag's immer wieder, aber ich als Level-Designer hätte hier noch ein Secret hingebaut. Ja, aber bisher, das Level ist nicht so schlimm wie das letzte und das vorletzte, ne? Ne, es geht halt, ja, es geht doch recht gut, würde ich sagen, ne? Wenn ich hier Anlauf nehme und da nochmal rüberspringe, ne, komme ich nicht hoch, okay. Und wie gesagt, ich finde auch die Musik von dem Spiel halt immer noch klasse. Es ist halt einfach ein super Spiel. Gut gemacht. So, da hätte es ja mal einen Teil 3 geben sollen, aber der wurde mal angefangen, der sollte voll in 3D sein. Und wurde aber aus irgendeinem Grund eingestellt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe mal ein paar Bilder davon gesehen, aber das war noch nicht weit in der Entwicklung. Ich finde, das könnten sie ruhig mal wieder angehen. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn das 2D wäre, weil das wäre halt ganz klassisch. Und auf Steam habe ich es ja gesehen. Nächstes Jahr, da kommen ganz viele schöne Indie-Plattformer raus. Also es sind viele angekündigt, die richtig gut ausgesehen haben. Ich weiß, Platforming, das ist halt sowas, ne? Das mag nicht jeder oder kann nicht jeder spielen. Ach, gucke mal da. Was gibt's denn hier unten? Ach so, da komme ich wieder an den Anfang. Ach, wie toll ist das denn? Ne, das ist ein anderer Anfang, ne? Wir sind oben drüber, oder nicht? Ja, scheinbar schon, ne? Boing. So. Ach ja, das Turbo-Karnickel Ach so, der schießt da. Oh, nö! Das ist der Panzer hier durch. Ach so, ich kann auch hier durch. Ich dachte, ich könnte da nicht vorbei, weil da die Blöcke sind, aber ich kann doch. So, okay.
5 Sekunden Schweigen, so um ans Gedenken an Shayna, ne? Shayna, wie auch immer, wie sie es wollen. Euer Shayna Tiger, das hat er immer gesagt. Am Ende seiner Videos. Das habe ich mir so angewöhnt, dass ich das immer sage, wenn er dabei ist und auch manchmal, wenn er nicht dabei ist, ne? Weil ihr wisst ja, morgen soll es auch wieder Torchlight 2 geben. Start um 18.30 Uhr, wenn ich nicht falsch liege, ne? Weil ich glaube, wir haben gesagt, ein bisschen später fangen wir an in der aktuellen Zeit, ne? Ja, echt, Alexander Brandon ist auch wieder bei Epic dabei. Das finde ich cool, weil da ist einfach ein super Musiker. Also ich habe dem seine ganzen, seine ganzen Trecker-Songs und so weiter, das habe ich alles geliebt. Also bei so ziemlich jedem Spiel, wo er am Soundtrack mit beteiligt war, war der Soundtrack auch entsprechend super. Morgen 18.30 Uhr. Gut, danke für die Bestätigung, Jolum. Ja, dann geht's wieder los mit solcher Bella, Shenariel, Jolum und nicht Oselpine, sondern Rondra, ne? Ja. Und dann gehen wir bei Torchlight 2 wieder ein bisschen rampagen. Und ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben waren. Wir waren noch in der Wüste unterwegs. Und dieses Terrorgeflügel, also dieser komische Tempelwächter, der hatte noch Aufgaben für uns. Ja, da kommt wahrscheinlich noch irgendein Boss und so, ne? Und dann geht's wahrscheinlich weiter ins dritte Kapitel. Aber ich will ja jetzt nicht hier über Torchlight quatschen, ich will ja hier aufmunitionieren. Ja, wie findet ihr das überhaupt? Wenn ihr in echt ein Karnickel sehen würdet, das grün ist, würdet ihr das gerne als Haustier halten? Ich sehe dabei aber allerdings nur ein Problem. Das bricht dann immer aus und rettet seine Geliebte, seine holde Kaninchen-Ninen aus irgendwelchen anderen Käfigen. Aus dem Nachbarhaushalt. Und verdrückt Unmengen an Moorrüben. Ach, oh, guck mal, da ist das Level schon fertig. Sogar in der Zeit, ne? So. Fanolint, Level 2. Ich speichere mal ab, weil ich's kann. Aber wir wissen ja, Punkte speichere jetzt ja eh nicht und die Waffen auch nicht. Warum machst du... Au, ich bin doch daneben gefallen. Scheinbar nicht genug, ne? Okay, hier bitte wieder hochventilieren. Da waren jetzt keine Pfeile mehr dran, aber es hat mich trotzdem nach oben geblasen. Das klingt komisch, ist aber so. Ach, guck mal, da steht gleich die nächste Pflanze hinten dran. Dafür natürlich nicht einfach so durchrennen. Wie sieht's eigentlich aus mit der Munition? Ja, wenn man sie ja jetzt hat, kann man sie auch verballern. Da gibt's wieder Raketen. Das ist auch gut. Ich glaube, die waren für die Bosse auch manchmal ganz praktisch. Ach, Unverwundbarkeit, okay. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hinspringe. Ihr habt mir ja gesagt, ich soll lieber mal gucken, wo ich hinfalle, aber da war jetzt nichts zu sehen. Deswegen gehe ich mal zurück, da ging es nämlich unten auch noch weiter. Genau. Ach, ich war ja unverwundbar. So. Ja, ja, also diese schöne Dreckermusik, also ich habe damit ja auch angefangen, Musik zu machen, als ich irgendwie so 10, 11, 12 Jahre alt war und habe mir alle möglichen Samples geklaut aus allen anderen möglichen Modulliedern. Und dann habe ich, ja, also ich würde nicht sagen, dass es große Kunst war. Ich habe Zeug gemacht, ohne Struktur, aber manchmal hat es sich schön angehört. Leider werde ich das alles nicht mehr gesichert haben, weil das war noch aus einer Zeit, da hatte man noch nicht mal einen CD-Brenner. Da hatte man noch nicht mal ZIP-Disketten, glaube ich. Ja, da merkt man wieder, was für ein Bart ich habe, ne? Mokai würde keine Haustiere halten? Gar keine? So wirklich gar keine? Weil ich weiß nicht, ich bin schon immer mit Haustieren groß geworden. Also im Haus gab es eigentlich, seit ich ein Baby war, schon immer mindestens einen Hund, aber meistens dann auch noch Vögel oder sowas, Wellensittiche. Und die Oma war auch ganz groß mit Vögeln, also mit Vogeltieren, Vögel als Haustieren, Nymphensittiche, Papagei, also sie war total vernarrt in ihre Papageien, Wellensittiche, Kanarienvögel, eine Nachtigall hatte sie auch mal. Ja, also ich könnte wahrscheinlich ohne meinen Hund, könnte ich gar nicht. Jetzt habe ich schon wieder die Rüben da gefuttert, ne? Ohne, dass ich sie gebraucht hätte. Oh, also Mokai, ich kenne viele Tiere, vor denen bräuchtest du gar keine Angst zu haben.
Da musst du vielleicht mal so ein bisschen die Angst davor, vielleicht mit einem ganz lieben Hund oder einem ganz lieben Kätzchen oder so mal bekämpfen. Also würde ich dir raten, also ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung aussprechen, weil also mein Leben haben die Tiere schon sehr bereichert. Wie gesagt, ich würde auch nicht ohne meinen Hund. Der hat mich durch manche schlimme Zeit begleitet und auch ein bisschen durchgeholfen. Weil das ist dann schon was, wenn nach einem ultra beschissenen Tag oder sowas, wenn man nach Hause kommt und dann freut sich der Hund einen zu sehen, ne, und dann wird gekuschelt. Ich meine, klar, man kann auch einen menschlichen Partner haben, mit dem man dann kuschelt und der dann vielleicht einen Schwanz wedelt, daheim erwartet, aber keine Ahnung, nee. Also ich muss eigentlich mit einem Haustier. Und bei meiner Schwester ist es genauso, die hat auch zwei Hunde. Und, sie und mein Schwager, die hatten auch mal eine Zeit lang Terrarien. Da hatten sie Anolis drin. Aber die sind leider alle gestorben mit der Zeit. Und jetzt hat sie nur noch eine Schlange. Beziehungsweise mehrere Schlangen. Die Schlangen haben einmal geworfen. Ach so, okay, wenn es wegen Beruf her nicht geht, nee, dann klar, dann... Wenn man keine Zeit für das Haustier aufbringen kann, dann, dann besser nicht. Aber ich persönlich, ich kann halt nicht ohne. Ja, wo Smoothie Ratten anspricht, ich hatte auch mal so eine Albino-Maus und die ist steinalt geworden für eine Maus. Also die ist über 3 Jahre alt gewesen. Und dann, naja, ich hoffe, sie ist friedlich entschlafen, also... Wir haben sie halt auf einmal dann im Käfig gesehen und da hat sie sich halt nicht mehr bewegt und ja. Aber die war eigentlich recht fit bis zum Ende. Sie hatte dann so die typischen Altersprobleme, könnte man sagen. Aber wirklich, die hat sich selbst im Käfig Grünpflanzen gezüchtet, indem sie Sachen unterm Streu verscharrt hat und das dann mit Wasser gegossen hat. Also das ist... Ich weiß nicht, ob die jetzt Ahnung hatte von Landwirtschaft oder sowas, aber sie hat auf jeden Fall sich da immer mal wieder so ein paar Gräser und Farne und so weiter gezüchtet. Okay, das kann bis da rüber spucken. So. Ja, da war ich mein extra Leben wieder los, ne? Smoo, ist das ein Kommando, das manche Roboter haben? Also manche Bots at death? Ich muss mehr spielen... Und weniger mit der Schnitzschwarten, glaube ich. Na, wo ist der Panzer? Habe ich ihn etwa schon ausgeschaltet? Ich will da eigentlich nicht hochspringen, genau, weil da diese blöden Zacken sind. Okay, Alexander Brandon hintet nach einem neuen Cheshire Grabbit-Teil. Das fände ich irgendwie cool. Weil ich weiß, dass es viele Leute mich eingeschlossen gäbe, die das irgendwie gern hätten. Diese blöden Pflanzen, hey. Jetzt bin ich ja fast schon wieder weg. Ach, guck mal, da ist eine Moorrübe. Ja, ich nenne die jetzt seit dem letzten Mal einfach aus Prinzip Moorrübe, weil der Begriff, der ist irgendwie so ungenutzt, also ich kenne keinen, der den jemals wirklich gebraucht hat, dass ich den jetzt einfach mal wieder ein bisschen innen mache hier. Ich als kleiner YouTube-Fatzke, ne? Zum Glück hatte ich das Schild, den Schild. Die Schutzschilde. So, du kriegst mit dem Launcher, das müsste da... Ja, das geht. Okay, noch ein paar Raketen. Da ist schon wieder so eine Platte. Wisst ihr, was mir jetzt voll auf den Sack geht? 4-blättrige Kleeblätter, bloß wegen diesen Blumen hier. Okay, da war ich hier runtergekommen. So, da geht's weiter. Ach, und guck mal, ist Level Ende. Hab nur ein Leben verloren, wuhu. Das konnte ich alles mal besser, ich sag's ja. Aha, Smoo hat einen Death Counter. Ist das der Nightbot, den du da hattest? So, das müssen wir jetzt ausnutzen, dieses Bonus-Level. Und ich renne gleich mal gegen die Wand. Weil da können wir uns ja ein extra Leben verdienen. Und ja, es sind halt wieder nur 30 von diesen blauen Edelsteinen. Und dann kriegen wir halt das extra Leben. Und wir haben über 2 Minuten Zeit. Aber manche dieser Bonus-Levels, die sind auch entsprechend groß. Da kann man sich gut verlaufen. Und dann wird es natürlich knapp. So, okay, jetzt habe ich die Tasten auch wieder im Kopf. Strick zum Springen, Space zum Rollen.
Ich glaube, ich bin jetzt zu arg vorbeigerollt, genau. So. Ja, also Spinnentiere oder sowas ist eigentlich auch nicht meins. Ich finde sie zwar faszinierend, aber als Haustier müsste ich sie nicht unbedingt haben. Ein Freund von mir wollte mal unbedingt so eine Tarantel, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt und war zu viel Aufwand und ja. Yep. Na auf, oh, diese blöden Bodenplatten hier. Ich weiß noch, also als ich da mal jünger war, ne, und als ich da noch affiner war bei Plattformerspielen, da bin ich da durchgerollt wie nix, ne. Ach, guck mal, wir haben schon 30 und hatten noch Zeit übrig. Der Streamlabs-Spot. Ah, okay.